Eugen, der brauchte für mich jetzt gerade. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute gibt es wieder einen DM-Haul für euch. Fangen wir wie immer mit den unspektakulären Sachen an. Und zwar haben wir einmal Küchenrolle von Saugstark und sicher mitgenommen. 4 Stück sind hier drin, A51 Blatt. Ich glaube, ich brauche zu dem Produkt hier nicht mehr groß was zu sagen. Wir putzen da den kompletten Haushalt mit. Unsere sind jetzt leer gegangen und deswegen mussten sie wieder nach. Große Empfehlung von uns. Wir lieben die, funktionieren genauso wie die teuren und ja, kommen auf jeden Fall jedes Mal wieder mit. Machen wir weiter mit Taschentüchern, denn unsere sind wieder komplett leer. Wir lagen letzte Woche flach mit Magen und Darm. Ja, sehr schön. Es hat uns eiskalt erwischt. Und da habe ich jetzt 3 von den rechteckigen mitgenommen. Einmal mit diesen Pfingstrosen. Ich finde dieses Design einfach unsagbar schön. Deswegen musste das wieder mit. Genauso dieses hatten wir auch schon. Auch das sagenhaft schön. Das ist so richtig schön schlicht und elegant. Einfach in schwarz mit den weißen Blättern. Und das letzte hatten wir letzten Monat auch schon mitgenommen. Und das ist das hier mit den geometrischen Symbolen drauf und so ein paar Blättern. Super, super schön und angenehm von der Verpackung. Deswegen musste das auch wieder mit. 2 eckige Boxen habe ich auch mitgenommen und zwar die Mops-Edition. Das ist ja ein Hype um diese Produkte. Unfassbar. Es ist natürlich auch süß, aber ich verstehe nicht, wieso das so dolle im Preis steigt auf eBay. Das Toilettenpapier zum Beispiel. Ja, die haben wir auf jeden Fall gleich 2-mal mitgenommen. Die kommen dann hier oben auf meinen Schminktisch. Mussten trotzdem mit. Normaler Preis, aber zuckersüß. Und auch nochmal 30x10 klassische Taschentücher hier in diesen Verpackungen für die Handtasche. Diesmal auch mit wunderschönen Blumen und Floral und Bäumemuster. Also so schön für den Frühling. Gefällt mir sehr gut das Design. Endlich mal wieder ein neues Design an Taschentüchern. Sieht richtig, richtig hübsch aus. Und auch die sind leer gegangen, deswegen mussten die wieder nach. Weiter geht's mit der Spülmaschine. Da haben wir von Finish das Spezialsalz wieder mitgenommen. 1,2 Kilo. Unsere Spülmaschine ruft, ich möchte Salz und deswegen bekommt sie Salz. Auch hier erzähle ich jedes Mal das Gleiche. Das hält deutlich länger als die günstigen Eigenmarken bei uns in unserer Maschine. Kostet auch nur 15 Cent mehr als die normalen und hält aber locker 2 bis 3 Wochen länger. Und da sind mir die 15 Cent doch wert, mehr auszugeben. Deswegen immer wieder Finish. Als nächstes sind unsere Maschinentabs leer gegangen. Normalerweise kaufen wir ja immer die von Finish, die All-in-One Plus. Allerdings haben wir das letzte Mal in Polen welche mitgenommen, mit denen wir super zufrieden sind. Allerdings sind die jetzt leer gegangen und wir fahren erst nächste Woche nach Polen, um Nachschub zu kaufen. Und so lange musste jetzt was Neues mit. Und dann habe ich überlegt, nehme ich die teuren von Finish, aber im Endeffekt brauche ich die wirklich nur so zum Übergang, bis wir wieder die anderen haben. Deswegen habe ich mich diesmal für was von Denkmit entschieden. Noch nie was von Denkmit an Spülmaschinentabs gehabt. Und zwar Geschirrreiniger Multipower Revolution mit entschieden. Hier sind 40 Tabs drin. Hier sind auch, das sind auch so welche in einer wasserlöslichen Folie. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Stiftung Warentest gut mit 2,3 bewertet. Ich werde die mal ausprobieren und ich hoffe, dass das so eine günstige Alternative zu den Finish-Maschinentabs ist. Falls der eine oder andere die schon mal getestet hat, dann lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, wie ihr die findet. Ob ihr sagt, oh, hättest du dir lieber das Geld sparen können und dir die teuren kaufen sollen. Oder sagt ihr, die sind voll in Ordnung, mit denen komme ich auch super zurecht. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und umso gespannter bin ich, wie ich sie finde. Als nächstes brauchte ich mein Geschwisterchen zu meinen Küchentüchern. Und zwar von Frosch den Glasreiniger mit Spiritus. Große, große Liebe. Ich hole ja immer den mit Spritzdüsenantrieb und fülle den dann um in meine Spritzflasche ganz normal, weil ich den Antrieb nicht so genial finde. Allerdings ist das vom Preis halt einfach der beste Preis, was dem Glasreiniger angeht. Ich habe damit keine Probleme, was Streifen und Schlieren angeht, was ich mit den günstigen Glasreinigern doch immer habe. Jetzt habe ich beim letzten Mal, als ich die gekauft hatte, einen Kommentar von einem von euch bekommen, dass ich einfach diesen Sprühkopf hier drauf mache. Funktioniert bei meinem Sprühkopf nicht, den ich habe. Da tropft das Glasreiniger am Rand raus und das
weiß ich nicht, mag ich nicht. Deswegen fülle ich das halt einfach um, ist auch in Ordnung. Und große Empfehlung, lieben wir. Was auch super schön ist, ist jetzt im Frühling und im Sommer, kippt ihr das einfach in eure Spritze vom Auto, um eure Scheiben, in eure Scheibenspritzanlage, so heißt das, oder? Ja. Und habt somit immer wunderschöne, saubere Scheiben im Sommer und im Frühling, gerade bei den Pollen im Frühling. Große Empfehlung, haben wir letztes Jahr schon gemacht, werden wir dieses Jahr auch auf jeden Fall machen. Und wir lieben den. Große, 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 große Liebe. Zum Abschminken musste auch wieder was mit, weil wir, wie gesagt, erst nächste Woche nach Polen fahren und ich dort dann erst wieder meine Wattepads kaufen kann. Habe ich diesmal von Ebelin welche mitgenommen, wieder die 50 Maxi-Pads in Supersoft. Auch hier in dieser Mops-Edition liegt halt jetzt im Moment einfach da. Man kann sich gar nichts anderes aussuchen, weil es nur noch Möpse überall gibt. Auch die große Empfehlung mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich habe natürlich jetzt die Alternative mit denen aus Polen, aber wenn ihr die nicht habt, dann kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Die sind wunderschön, passen perfekt aufs Auge, nehmen das Make-up gut ab, fusseln nicht. Auch die große Empfehlung. Als nächstes ein Nachkaufprodukt und zwar von Sanft und Sicher. Das feuchte Toilettenpapier Deluxe in Kamille 6-mal. Wir hatten jetzt durch die Magen- und Darmerkrankung hier alles aufgebraucht. Dann haben wir zwischendurch, war ich dann einkaufen, habe andere besorgt und die machen uns nicht glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kinder mögen die nicht, wir mögen die nicht und deswegen musste jetzt wieder ein großes, großes Paket mit, weil das einfach die besten sind. Wir mögen auch den Kamilleduft, wir nehmen da nichts anderes, weil Kamille ist halt immer gut, schont sehr. Und auch reißfähig sind sie. Sie sind gut von der Dicke her. Und die Kinder kommen damit prima zurecht. Und das ist alles, was zählt bei uns. Und deswegen 6-mal feuchtes Toilettenpapier. Für mein Gesicht kamen Nose Strips von Balea mit Aktivkohle. Das Ganze gleich 2-mal. Ich mag die wirklich. Ich finde, sie riechen zwar am Anfang ein bisschen unangenehm, aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich am Ende sehe, es funktioniert. Bei denen habe ich auch noch nie die Probleme gehabt, dass ich mich irgendwie verletzt habe. Vielleicht kennt ihr die Story mit denen von Isana, wo ich mir hier einen richtigen blauen Fleck zugezogen habe. Habe ich bei denen nicht. Ich mache das so ungefähr einmal die Woche mit den Nose Strips. Und ich bin jedes Mal super begeistert und schockiert, was die kleinen Streifen doch alles so reinigen. Und deswegen mussten die wieder mit, weil meine leer sind. Noch ein Abschminkprodukt habe ich mitgenommen, aber nicht für mich zum Abschminken, sondern nur für die Hände als Swatch-Entferner, weil meine gehen jetzt so langsam dem Ende zu und als Backup hätte ich gerne wieder welche da. Und zwar habe ich mitgenommen von Balea pflegende Reinigungstücher 3-in-1. So sehen die aus, ganz klassisch, einfach nur zum Swatches entfernen, nicht für mein Gesicht. Mag ich gar nicht. Keine Ahnung, ob die gut sind oder schlecht, aber für die Hand und die Swatches funktionieren sie und meine gehen jetzt bald leer, deswegen mussten neue mit. Als nächstes fürs Badezimmer und fürs Wohnzimmer haben wir so eine, wie nennt man die, Duftsprüher mitgenommen und zwar wieder von Denkmit, automatisches Duftspray. Genau, wir haben diesen Airwick Duftzerstäuber, der alle 30 Minuten, glaube ich, einmal sprüht automatisch. Und unsere sind leer. Da haben wir jetzt einmal Vanilletraum und Orchidee mitgenommen. Ich glaube, das könnte ganz gut riechen. Und als nächstes haben wir noch ein bisschen was Winterliches mitgenommen. Aber es stört mich gar nicht, weil ich den Duft einfach mag. Und zwar Bratapfel. So sieht dies aus. Also 2 Stück. Wohnzimmer, Badezimmer. Mag ich. Finde ich super gut. Gefällt mir. So ab und zu so ein kleiner frischer Kick in der Wohnung. Mag ich. Deswegen mussten die wieder nach. Für die Küche musste Ecovere mit und zwar wieder das klassische Grüne. Wir haben nochmal geschnuppert an dem Lilanen, das Rote hatten wir ja auch schon mal, aber Lila gefällt mir vom Duft überhaupt nicht. Ich finde, das riecht sehr stark nach hartem Alkohol und das brauche ich einfach nicht und ich bin mit dem Grün sehr, sehr zufrieden. Das hält ewig, ist super ergiebig, duftet angenehm, macht das Geschirr super sauber, schont die Hände und deswegen Ecovere. Der Eugen, der brauchte neue Gesichtscreme, weil seine ist leer. Und da habe ich jetzt wieder für ihn von Balea Q10 Antifalten-Tagescreme Lichtschutzfaktor 15 mitgenommen. Ist ja seine ganz reguläre Tagespflege, die er jeden Tag benutzt und die er liebt. Und deswegen musste sie wieder mit. Große Empfehlung von Eugen für alle, die sie vertragen. Ich vertrage sie leider nicht.
habe sie auch mal eine Zeit lang genommen, aber mir brennt sie leider im Gesicht und in den Augen. Und für mich ist sie nicht geeignet, aber Eugen liebt sie. Sie funktioniert super bei ihm. Er hat noch am Abend das eingecremte Hautgefühl, was er super gerne mag. Und deswegen kam das für ihn wieder mit. Noch drei Produkte für Eugen, und zwar sein Deo Spray gleich doppelt. Und zwar ist das L'Oreal Man Expert Ultimate Control 48 Stunden. Ich glaube, da brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Große, große Liebe von Eugen, das rote. Ich benutze immer das gelbe, aber ich habe noch einiges zu Hause. Wenn man trocken bleiben möchte, in egal welcher Alltagssituation, dann greift da drauf zu. Auch ich sage, ich benutze das, ja, aber ich rieche nicht männlich. Das ist immer ganz wichtig, das vergessen oder das denken immer ganz viele, dass wenn man Männerdeo nimmt, dass man männlich riecht. Nein, ich rieche nicht männlich und benutze Männerdeo. Und das Passende, was dazu gehört, den Roller haben wir ihm auch noch mitgenommen. Ebenso den L'Oreal Man Expert Ultimate Control 48 Stunden den Roller. Den trägt er zuerst auf, danach Deo. So mache ich das genauso. Und ihr seid ohne Witz den ganzen Tag trocken und geruchslos. Und das empfinden wir als sehr gut und angenehm, weil das verspricht ja eigentlich auch ein Deo, wo ich sagen muss, es hält nur nicht bei jedem so. Also ganz viele sagen das zwar, aber funktionieren, tun es dann doch nicht. Aber bei denen funktioniert das wirklich. Egal, ob es das rote oder das gelbe ist, das muss man selber vom Tragegefühl mögen. Funktioniert aber trotzdem bei beiden Farben. Und jetzt kommen wir schon zu den letzten drei Sachen. Mehr haben wir gar nicht gekauft, weil ihr wisst ja, wir wollen umziehen. Und wenn man umziehen möchte, sollte man so ein bisschen was abbauen, bevor man Neues kauft und das alles mitzieht. Deswegen kam kein Duschgel, kein Nichts mit, weil wir erstmal unser Backup aufbrauchen möchten, bis wir umgezogen sind. Und wenn wir dann umgezogen sind, dann geht es wieder voll los mit den ganzen vollgepropften Hauls. Aber jetzt erstmal ein bisschen minimalistisch, bis wir umgezogen sind. Aber nichtsdestotrotz musste wieder von Schwarzkopf, von Glisskur, die verführerisch langen Sprühkur mit. Diesmal in so einer Riesenflasche, 250 ml, hält also ewig bei mir. Das müsst ihr so schütteln, dann könnt ihr das in euer Handtuch trockenes Haar sprühen. Nochmal so als Pflegekick. Und dann mache ich Hitzeschutz und Föhne. Und jeden Morgen kommt das in meine Haare. Ich liebe, liebe, liebe das. Große Empfehlung, es duftet unfassbar gut. So nach Beeren und frisch, sehr, sehr angenehm. Funktioniert von der Wirkung bei mir auch perfekt und deswegen kam das wieder nach. Als nächstes habe ich die Wonderful Repair Express Kur mitgenommen von Balea. So sieht die aus. Die hatte ich im Dezember in meinem DIY-Adventskalender von Eugen in einem Türchen. Und ich finde die so schön und habe die aber jedes Mal vergessen mitzunehmen, dass ich die diesmal mitgenommen habe. Die tragt ihr halt in euer frisch gewaschenes Haar auf, lasst es kurz einwirken. Ich mache immer so 3, 4, 5 Minuten und dann spült ihr die wieder aus. Und die sind so weich, die Haare, und so schön gepflegt. Deswegen musste das wieder unbedingt mit. Und das letzte Produkt ist von Balea Oil Repair Intensiv Spülung, weil ich keine Spülung mehr habe. Ich habe nur noch Shampoos in meinem Schrank stehen aus sämtlichen Boxen und von der Glow und so weiter und so fort, aber keine Spülung. Und deswegen habe ich jetzt diese hier einmal mitgenommen. Die kenne ich noch nicht. Pflegeformel mit Keratin und Arganöl. Für extrem strapaziertes und trockenes Haar ist die. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also sie riecht sehr angenehm. So schön nach Pflege und nach Arganöl. Also sehr angenehmer Duft. Ich werde das mal ausprobieren, mal schauen, ob sich das mit einem normalen Shampoo, was nicht dazu gehört, verträgt oder nicht. Aber jetzt habe ich erstmal wieder eine Spülung. Das war unser Haul diesmal vom DM. Wie gesagt, nicht ganz so viel, wie ihr es vielleicht von uns kennt. Aber wie auch schon erklärt, wir ziehen um. Wir müssen ein bisschen abbauen an Produkten, die wir jetzt so im Haushalt haben.
Und solange wir noch nicht umgezogen sind, werden die ein bisschen minimalistischer ausfallen, die Holz. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber sobald sich unsere Wohnsituation wieder reguliert hat und alles so den normalen Alltag annimmt, dann geht es wieder ordentlich gegen. Aber ich kann halt keine 500 Duschgele mit in den Umzug nehmen. Das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen müssen wir erstmal das jetzt aufbrauchen, was wir noch da haben. So, und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt einmal noch um euch. Und zwar könnt ihr heute natürlich wieder was gewinnen. Es ist jetzt nichts, was ich direkt dieses Mal bei DM gekauft habe, denn ich habe halt noch so ein, zwei Sachen in meinen Schubläden, die wunderschön sind, die ich gerne mit euch teilen möchte oder euch verlosen möchte. Und eins davon ist es heute. Und zwar habe ich noch eine Blackbox für euch. Ich hatte ja alle doppelt gekauft, einmal für mich und einmal für euch. Leider gab es ein paar Leute, die sich nicht gemeldet haben. Und deswegen gehen die Boxen jetzt an euch raus. Und die letzte Box, die ich jetzt noch habe, ist die Kamuschka-Box. Die könnt ihr in diesem Video hier heute gewinnen. Sie ist auch noch komplett zu, unbenutzt und original verpackt. Da ist nichts dran. Ja, die könnt ihr heute in diesem Video gewinnen. Was müsst ihr machen, um die Box zu gewinnen? Selbstverständlich müsst ihr Abonnent meines Kanals sein, weil das Gewinnspiel für meine Abonnenten als Dankeschön ist. Dann müsst ihr bitte dem Video einen Daumen nach oben geben, unten einen Kommentar schreiben, einfach nur ein paar nette Wörter mit dem Hashtag Kamuschka. Und bitte, bitte euren Instagram-Namen, damit ich denjenigen, der gewonnen hat, per Instagram-Direktnachricht kontaktieren kann, dass er gewonnen hat. Dann tauschen wir die Daten aus und das Paket geht zur Post. Ansonsten war es das auch schon. Die Verlosung geht übrigens bis zum 23.03. Also werdet ihr am 24.03. mal in euren Privatnachrichten rumschnüffeln müssen und gucken, ob ich euch angeschrieben habe. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke euch ganz, ganz dolle fürs Einschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.